Hallo Luken, kann ich mit der Puppe üben? Hallo Luken, steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Hallo Luken, steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich! Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und, nächste Runde? Ich bin bereit. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Trete ich jetzt mit einem Partner an? Ich will mit Sebastian mal wieder die Stäbe kreuzen. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Ach, das sind jetzt drei. Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern. Wie Akio. Okay, verstehe. Contringo! Levioso! 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 Contringo! Das war's mit meiner Lebe. Ist das etwa alles? Sebastian, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Levioso! Gut, dass ich nicht gewettet habe. Irgendwas ist mit meinem Mantel. Bravo! Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Okay. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Okay. Aber wahrscheinlich kriege ich die nicht hin, ne? Du hättest mich ruhig etwas schonen können. Och, Hector. Ich dachte, du bist Gryffindor. Ja, du bist ein Löwe. Du bist ein Kämpfer. Okay, Entschuldigung. Nichtsdestotrotz erstmal speichern. Nicht, dass irgendwas verloren geht hier. So. Dann nochmal mit ihm reden. Hallo Luken, kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Yes. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Bevor die Puppe landet? Ach du Heilige. Hier. Sehr gut gemacht. Levioso. Gut so. Levioso. Accio. Sehr schön. Da gibt's jetzt Kombinationen. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Luken. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du eine furchterregende Gegnerin. So, so. Aufgabe erledigt. Gut. Okay. Aber die sind hier noch, das ist noch alles verschlossen.
Aber hier nicht. Gibt's mal wieder was zum Anziehen? Aber hier kommt man auch nicht rein, ne? Nee, da stand die schon davor. Na gut, na gut. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Hey. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Kann ich ja nichts dafür. Ich frage mich echt, für was dieser... der Button da oben ist. Rebellion. Nun gut, nun gut. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Man kann es auch übertreiben, weißt du? Spricht er denn halt? Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Kann man so sagen. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Mhm. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Judy, Judy. Incendio. Du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihn mit einem anderen Zauberspruch austauschen. Gut gemacht. Oh, verstehe. Kann ich den dann so packen? Und dann würde ich den auf die 1 setzen. Ah, da kann ich hier verschiedene Sets auch noch auswählen. Ah, die sind alle grundlegend, ne? Okay. Verstehe, verstehe. Aber dann lasse ich das mal so. Cool. Da muss man, ja, aber nah dran sein, ne? Incendio! Sie werden besser. Bleiben Sie dran.
und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Leviosa. Hier. Cool. Dann mal zurück zu Professor Fege. Dieses Bild auch hier. Warum sieht die so glücklich aus? Alles zu seiner Zeit. Ah, da sind sie auf dem Teppich hier. Gott. Hallo, Sir. Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe? Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Was ich ertragen muss. Okay. Aber ich soll jetzt wieder mit Sebastian sprechen. Um in die verbotene Abteilung zu gelangen, muss ich Sebastian davon überzeugen, mir zu helfen. Er ist nie weit vom Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich sollte ihn dort suchen. Okay. Ich würde jetzt aber, glaube ich, erstmal diese Sidequest machen. Das scheint irgendwie auch cool zu sein. Um das Schloss einfach auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und da kann ich ja jetzt bestimmt auch schnell reisen. Yes. Da schon irgendwie
uns da mal hinreisen? Also ich glaube, das ist nicht schlecht, seine Umgebung einfach schon so ein bisschen zu kennen. Und wie gesagt, ich mag auch die Sidequests. Die finde ich auch ganz cool. Mittlerweile lerne ich. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ah. Und wie kriege ich die? Hier. Es ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Ah, das sind so Murmeln. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unübersichtlich hier mit der Karte. Okay, da scheint schon den nächsten Stein ausgewählt zu haben. Oder auch nicht? Doch, okay. Unser Schlafsaal sieht schlimm aus. Gibt es keine flatternden Blätter mehr? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Vor allem für die Flohflammen ist es auch ganz gut. Aber Moment mal, was ist da? Gleich alles entdecken. Oh. Wahrsagen. Das ist auch so eine Äffchenfigur. Oh, hallo. Komm ich da hoch? Modiva Onai. Als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, dass Sie in unserem angesehenen Lehrerkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Mathilda Weasley. Das scheint die Mutter von der netten Gryffindor-Schülerin zu sein, die ohne Zauberstab zaubern kann. Und die war doch vorher gerade hier. Und jetzt ist sie weg. Ach, da unten ist sie. Aber mit ihr kann man noch gar nicht sprechen. Nur ein paar Taler. Revelio. Handlesemodell. Dieses Standmodell einer Hand soll Schüler bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird,
hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird in voraussichtlich 14 Tagen sterben. Sterben wollen wir nicht. Noch nicht. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Oh. Von der Katze gibt es auch ein Porträt. So. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Da haben wir nun auch ein Steinchen. Okay, das sind wir jetzt ja ganz oben hier. Hier gibt es nochmal so eine Tür. Meine Güte. Also Leute, da weiß ich echt auch noch nicht. Wie das funktionieren soll. Aber ich glaube, mein erster Gedanke ist, dass jedes Zeichen für eine Zahl steht. Und wenn wir die erste Tür raus haben, wissen wir, wie viel jetzt zum Beispiel hier oben diese dreiköpfige Schlange, was die für einen Wert hat. Und vielleicht muss man das addieren, multiplizieren. Oh. Ja, man muss das addieren. Aber dazu müsste ich dann wissen, welchen Wert diese verschiedenen Symbole zum Beispiel haben. Und zwei Fragezeichen. Oder vielleicht ist es ja bei jeder Tür anders. Hier muss man addieren. Vielleicht muss man bei anderen Türen was anderes machen. Naja, lass uns es schon mal so im Hintergedanke haben. Mega Power dran. Und eine böse Truhe. Und ein flatterndes Buch. Hallo? Ich hatte immer Probleme, hier diese eine Stufe zu nehmen. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Wohin ist denn das schon wieder geflattert? Ist es nach oben geflattert? Ich hatte es. Was haben Sie jetzt vor? Ach Mann, ich hatte es ganz kurz. Flattert es weiter irgendwo hin oder kommt es auch wieder hier zurück? Es kommt auch wieder zurück. Okay, ich habe jetzt sich mal wieder Kurzreise. Schnellreise zu machen. Lass uns da mal schauen.
wusste es ja. Ich brauche noch ein paar mehr Schnellreisepunkte. Aber es ist echt doch sehr unübersichtlich. Erstmal. Der Suche nach den Murmeln. Oh. Oh. Jetzt habe ich Lumos nicht ausgewählt. Lass uns Lumos doch an Platz 1 machen und vielleicht das Feuer anstatt Reparo. Lumos! Grüne Tapete mit ganz vielen Bildern. Zu sein. Ja, siehst du, kriegt man immer mehr. Bin echt mal gespannt. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Es ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Das ist der Ravenclaw-Turm. Cool. Wow. Oh, da ist schon wieder ein Niffle. So cute. Fühlt sich hier an wie in so einem Museum. Ja, das ist ja ganz oben. Revelio! Bewegliche Treppe. Erfahrene Schüler behalten diese Treppe stets im Auge, denn sie kann unbemerkt ihre Position verändern. Zwar macht es manchen Schülern wenig, zu spät zum Unterricht zu kommen, aber das Abendessen möchte niemand verpassen. Die kennen wir auch aus dem Film. Aber die haben sich da ein bisschen anders verhalten. Ach, du Heilige. Ah.
müssen wir uns später irgendwie dann mal aufschreiben. Und die mathematische Lösung finden dafür. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Revelio! Was ist das für ein Troll? Trollrüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Dass sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder. Denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstungen und würden sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Muss ein kluger Troll gewesen sein? Aktion! Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ah, wo bin ich denn hier? Revelio! Hier. Trophäenraum. In diesem Raum befindet sich der Hauspokal. Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um an den Wert harter Arbeit erinnert zu werden. Wow. Und da oben ist das Kügelchen. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Hogwarts Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabel Garlic, Hufflepuff im 7. Jahr. Von Alraunen über Mistelzweige und Bubotublon bis hin zu springenden Knollen, ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Wow. Es scheint mir so, dass Hufflepuff sehr gut in Kräuterkunde ist. So generell. Tränkebrauen. In der Alchemie. Hm, und hier scheint auch der Dachs sehr gut vertreten zu sein. Hauselrüstung. Diese Rüstung für einen Hauselfen wurde angeblich von einem grausamen Zauberer angefertigt, der wollte, dass sein Elf ihn im Kampf beschützt. Glücklicherweise war der Zauberer zu beschränkt, um zu erkennen, dass eine Rüstung auch als Kleidung betrachtet werden konnte. Oh, in dem Moment, in dem der Elf sie anlegte, desabierte er und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Ja, wir wissen ja auch alle, Dobby hat damals auch einen Socke bekommen. Und war dadurch frei. Aber ich bin Slytherin. Ich würde niemals meinem Hauselfen irgendetwas geben. So einen kleinen Diener zu haben, das wär's doch, Leute, oder nicht? Oder bin ich da wieder zu sehr Slytherin? Wahrscheinlich schon. Naja. So darf jeder seine Träume haben. Cool. Okay. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, apropos Handbuch. Weil die Lady ist, glaube ich, dann doch zu weit weg. Kann ich mich da gleich hin teleportieren? Ist das hier? Lass uns da mal hinter.
teleportieren. Um zu gucken, ob das passt. Unten. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Oh, wie gemein man sein kann. Ich glaube, ich behalte sie. Was? Nein, ich gebe sie zurück. Ihr wisst ja, am Anfang immer ein bisschen... Oh, ich kann jetzt nicht so gemein sein. Ich kann nicht die ganze Zeit dieses Badass-Image aufrechthalten. Ich muss es ihr zurückgeben. Die ist mega süß. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein... Obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Großartige Idee bloß nicht. Ach komm, Leute, großartige Idee. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Ich bin sicher, es findet sich jemand, der mit dir spielt. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Man kann ja auch nicht die ganze Zeit so gemein sein. Vor allem, sie wird gemobbt. Das war jetzt wahrscheinlich so ein richtiger Sonnenstrahl, den wir ihr irgendwie so geschickt haben. Sehr geil.